Hallo liebe YouTube-Freunde, heute spreche ich über die Konstellationen für den Monat November 2021 und was uns Nostradamus prophezeit. Der November dürfte nicht so schwierig werden. Allerdings ist es notwendig, Leichtsinn zu vermeiden und mit gutem Gespür und Sorgfalt Fehler zu korrigieren. So können Erfolg und neue Freude aufkommen. Die Prophezeiung von Nostradamus lautet Zenturie, Vers 27. Ein in Europa einflussreicher libyscher Machthaber vermag die Franzosen für die Araber so zu begeistern, dass sich die Gelehrten herablassen, die arabische Sprache ins Französische zu übersetzen. In diesem Vers weist Nostradamus auf den Krieg im Orient hin. Er warnt vor allem die Franzosen, seine Landsleute, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Denn viele Franzosen imponiert es, dass alle arabischen Länder sich zu einem riesigen Gottesstaat aufstellen wollen. Ein libyscher Machthaber wird so gute Geschäfte in Frankreich machen, dass man sich gezwungen sieht, die arabische Sprache zu lernen. Das ist gefährlich, denn die brutalen Anschläge der IS dürfen nicht vergessen werden. Den libyschen Machthaber gibt es aber noch nicht. Doch er wird kommen. Und es wird ihm gelingen, mit seinem Auftreten und seinen Versprechungen den Franzosen so zu imponieren, dass sie bereit sind, seine Sprache zu sprechen. Dies dürfen wir in Kürze schon erleben. Noch immer herrscht in diesem Land nur Krieg zwischen zwei Typen, die versuchen, in Libyen die Alleinherrschaft zu erkämpfen. Wenn man sich an den ehemaligen Staatschef al-Gaddafi erinnert, dürfte dieser Mann so ein Typ sein. Schon immer sehen die Amerikaner dieses nordafrikanische Land als den eigentlichen Unruheherd rund um das Mittelmeer an. So ist es vorstellbar, dass es dem neuen Herrscher Libyens gelingt, es zur zentralen Wirtschaftsmacht Nordafrikas hochzubringen. Keineswegs wird es dazu kommen, dass sich der Islam von vornherein als der große Gegner der christlichen Welt zeigt. Nee, sie werden die Welt täuschen, um sich zuerst einmal stabil aufzubauen. Libyen gehört wohl auch zu den Ländern, die sich wohl zuletzt zum Gottesstaat einordnen lassen. Nostradamus tadelt Frankreich, sein eigenes Land. In einem weiteren Vers. Durch Zwietracht und Frankreichs Nachlässigkeit wird Mohammed der Zugang eröffnet. Weiter fährt er fort. Erde und Mittelmeer werden von Blut triefen. Kurz betrachtet, wir müssen auf der Hut sein. Kein noch so gutes Geschäft ist es wert, solches Risiko einzugehen, womit man den Feind damit aufbaut. Also leben wir mit viel Zuversicht und wir bleiben und sollten bodenständig bleiben. Wir dürfen nicht übermütig werden, denn dann verlieren wir den Überblick. Der November wird somit ein erfreulicher Monat, jedoch auch ein Monat mit der Problematik, dass es sehr heftig auf und ab gehen wird und der Leichtsinn könnte dadurch groß werden. Also, jetzt nur keinen Übermut. Bleib vorsichtig in den Überlegungen. Herzlichst, eure Diria.